Ah, das ist doch schon mal fast ein angenehmer Sound. Willkommen zu einem weiteren Idle Gamers Vorstellungsvideo. Und zwar haben wir hier heute Idle Dice, so viel wie Würfeln. Und zwar Idle Dice. Und zwar geht es darum zu würfeln. Das kann man auch, wie man sieht, auch mit Leertaste machen. Und da geht es einfach darum zu würfeln. Und dementsprechend, was wir kriegen, kriegen wir auch Punkte. Die werden auch hier oben angezeigt. Oh, wir können upgraden, das machen wir mal. Oh, Unlocks Auto-Roll. Also hier, cool. Das heißt, der Würfel jetzt ist im Prinzip von alleine. Aber der wird uns wohl schon zu lange brauchen. Oh, wir können gleich wieder upgraden. Was haben wir hier? First Step, Unlock Auto-Roll, jawohl. Das andere ist irgendwie noch locker, wir nehmen Maxi. Next Card, okay. Also ich kenne das Spiel eigentlich noch nicht so gut, wenn ich ehrlich bin. Ah, guck mal, der Multiplikator hört sich jetzt mit mal. Oh, was haben wir hier? Autobahn nochmal minus 1% plus 1 BC. Das ist cool. Jo, dann. Oh, was können wir hier kaufen? Oh, wir haben jetzt Zollwürfel. Oh, okay. Ach, das ist so ein Zusammenrechner. Oh, das ist doch schon mal nicht übel. Cool. Jetzt haben wir zwei Würfeln. Ja, wie gesagt, bei diesem Spiel geht es hauptsächlich darum zu würfeln. Und zu würfeln und zu würfeln. Oh, dann multipliziert das mit 16, also 80. Oh, was ist das denn? Können wir uns wahrscheinlich noch einen Würfel kaufen? Mal schauen. Was sind denn hier? Achso, was wir schon erfüllt haben. Okay. Oh, wir können schon den nächsten Würfel. Ah, guck mal, da hat Level 1 schon einen Multiplikator von 4. Und das hier wird jetzt dementsprechend alles zusammengerechnet. Oh, zwei Paare. Zwei Paare ist immer mal zwei, ne? Ja, ist bei zwei. Was ist das denn hier für ein Menü? Also ja, Rolls pro Paar. Motivwort auf dem Twibbel. Ach so, damit können wir den Multiplizierer erhöhen oder was? Ja. Damit können wir den Multiplizierer erhöhen. Cool. Das ist ja toll. Mal 3. Jo. Das ist doch schön. Ah, oh, das ist cool. Wie gesagt, ich drücke schon hier immer bitte die Leertaste. Oh, ein Triple. Oh, wieder einmal Zweier. Mal gucken. Was ist das hier? Locket. Achso, können wir auch nichts machen. Oh, Treppe, was ist das hier? Shop. Der Liebe da, das kriegen wir in der 1 BD. Cool. Bonus Shop. Achso, für die BP Points. Oh. Da hatten wir schon Dritte gekriegt. Twibbel. Nicht Drittel. Ja, und ich würde halt da jetzt auch hier effektiver, hier öfter das mehrere Tage in der Woche Videos uploaden. Speziell von Convergate oder halt auch Spiele über Steam, die mir auch sehr gefallen. Da hatte ich zum Beispiel auch noch ein paar. Muss ich kurz gucken, ein paar Optionen. Ja.
die ich vielleicht das eine oder andere sogar auch mal präsentieren will. Mal schauen. Oh. Ich glaube, immer wenn wir das 10. Level davon erreichen, schalten wir jetzt zum nächsten Würfel frei. Das ist gar nicht mal so schlecht. Hier können wir immer noch Next Card editen. Es sind da so geht ein Prozess zu der Next Card. Okay. Ah, wir können den nächsten Würfel freischalten. Jetzt haben wir 4 Würfel. Oh, cool. Wie viele Würfel können wir wohl maximal haben? 10? 30? Ich würde mal sagen, da lassen wir uns davon mal überraschen, wie viele wir hier ausbeuten könnten. Ja, brauchen wir kurz ein Taschentuch. Ja, zum Glück würfelt sich das auch manchmal von ganz alleine. Ah, so. Will er unbedingt, dass wir das auch gewinnen, oder kann es auch was anderes sein? Nö. Oh, eigentlich wollte ich das ja upgraden. Boah, es kommt mal ein bisschen drauf an, was man würfeln und dann ja. Oh, Twibble. Oh, guck mal, jetzt können wir 2 Parts und 4 also 2 Paare und Modifizierer. Huch. Was? Statistik? Können wir dann FR. Okay. Upgraden wir das mal. Ach ja, man hat so viel Lust zu würfeln immer, ne? Also das Spiel ist an sich ein bisschen interessant für den Anfang, aber mal gucken. Green Shaker, ne, das können wir rausmachen. Also Bildschirm braucht nicht jedes Mal zu vibrieren oder das Spiel selber hier. Credits, Hard Reset, Import, Export, Cloud Save, Cloud Load. Oh, wir hatten irgendwas Tolles. Das habe ich aber jetzt gar nicht aufgepasst. So. Gehen wir mal den hier. So. Und Tribble schön, das ist auch gut. So. Gut. Oh, siehst du, machen wir schon mal schön Money. So. Müssen wir mal gucken, dass wir hier gleich wieder auf 10 kommen, dass wir irgendwie, glaube ich, wie ich mal bald den nächsten Würfel irgendwie freischalten. Na, mal schauen. Oh.
Und wann können wir das machen? Every time your asset dies. Okay. Und wie geht das ab Level 100 hier oder wie jetzt? Wäre fast verlockend, die Würfel hier, den hier auf 100 zu hauen. Vielleicht passiert aber was, sobald wir 100 erreichen. Weil da steht, sobald ich ihm hier einen Würfel erweitere oder irgendwie, was das jetzt auch immer heißen mag. So. Assets, da ist es doch. Oh. Level 1000. Okay. Neue Kartevariable. KVK. Was können wir da denn machen? Kapose also mal 2 plus 1 Multiplayer. Kostet I King von einer Multiplayer vor AI da ist. Okay. Was kommen wir jetzt? Shippen Multiplayer AI Kommo. Nee. Einmal Sünderwäschen. Okay. Das Multiplayer. Was für Prozent? Okay, und ich habe Collect All Kings von Multiplayer for All Dice. Okay. Gut. Und jetzt werfen wir einfach weiter hier, oder wie? Denke ich mir jetzt einfach. So, der hat jetzt Level 100 und hat einen Multiplizierer von 100. Ist ja eigentlich an und für sich ja gar nicht so schlecht, ne? Irgendwas hier Neues? Ein Part? Nö. Dorn kannst du die Karten. Kostet I Kings for. Okay. Kostet I Kings? Das nehmen wir über die Karten, die wir wohl als nächstes zusammennehmen können. Na mal schauen, es gibt wohl 52 Karten, also da bleibt wohl ein bisschen was zu tun. Oh, bei 4 gleiche multipliziert mit 102. Ja, da kommt schon was zusammen. So. Den haben wir auch gleich auf 10. Mal gucken, ob wir da nochmal wieder einen Würfel freischalten. Na, mal schauen. Ein Level noch. Oh, was haben wir hier? Millionär. Okay. Gut. Millionär. Oh. Ja, wir können uns tatsächlich noch einen Würfel dingsen. Prozess multiplizieren, okay. Bonus Shop. Increase the reward of physic in your upgrade, okay. Okay, für Sheets können wir anscheinend wohl auch. Wir können den mal. Ja, noch passiert hier noch relativ viel. Mal gucken, was gibt's denn hier für Highscores? Match unlocked und Casinos. Okay, keine Ahnung, was das heißt. Huch, das wollte ich jetzt nicht. So. Ja, gönnen wir den hier. Okay, wissen wir nicht. So. So, einmal den hier noch upgraden.
Nehmen wir mal. Oh. Nee, habe ich. Doch, habe ich den richtig. Ich habe ein bisschen falsch abgegradet. Oh, ein Triple. Das ist immer gut. Oh, wir kommen uns einfach jetzt mal in den fünften Würfel. Und die Beziehung von 6. 10. Das ist natürlich nicht wenig, ne? Na, natürlich gibt es natürlich nicht ganz so viel. Was haben wir jetzt hier? Natürlich noch viel mehr Chancen. Ja, jetzt kriegen wir natürlich immer fast ein paar raus. Mal kurz beobachten. 67. Ich glaube, der nimmt bei 10, 2. Ich glaube, der nimmt dann immer die jeweiligen hier gewürfelten Zahlen als Multiplikator, nicht alle. Oh, guck mal, jetzt können wir hier ein paar Modifier. Das können wir noch weiter erhöhen. Können wir nochmal erhöhen. Das hier auch. Das hier auch. Oh, das war ein Strange Multiplier. Was das jetzt nochmal war. Wir upgraden einfach alle von innen. So, jetzt hat den Fall voraus. Cool. So. Jetzt werde ich hier mal ein bisschen weiter upgraden. Nehmen wir mal den. So. Oh, der Sound kann an einigen Stellen ja doch schon ganz schön laut sein, ne? nehmen wir mal den hier. Oh Mensch, da haben wir ja gerne Vorhaus, wa? Machen wir mal das Upgrade, dann ist der hier gleich als nächstes dran. Also dafür brauchen wir schon 109.000. Ja gut, können wir sonst auch nochmal machen. So. Deswegen kriegen wir das 9,5-fache bei zwei Paaren. Oh. Da haben wir natürlich einen kleinen netten Bonus gekriegt. So, aktivieren wir das mal. Dann ist der hier gleich als nächstes dran. Dann der hier. Ich hatte gerade die Vermutung gehabt, als ob er das Geld schneller erhält, als wir hier. Ja, als wir schneller ja fertig gebürfelt haben. Aber nö, den Eindruck hatte ich jetzt nicht. Doch, ein schöner, gemütlicher Sound. Ja. Fix the slot machine last column endly spinning. Send the added power component to VD spin. Okay. Was auch immer heißen mag, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich schalten wir irgendwie noch andere Sachen noch irgendwie frei. Increase your combo multiplizierer bei 100%. Und das kostet 20 oder? Ja. Ja, wir haben nur 4. Bionär. Da. Können Speed, okay.
Schießexpert. Mhm. Kein Leben. Okay, wir upgraden jetzt einfach mal das hier. Irgendwas müssen wir auch immer mal upgraden. Gut, jetzt können wir auch unseren neuen Würfel anfangen. Dum, 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 dum. Also das wäre sowieso wahrscheinlich ein Spiel für mich, was ich nicht unbedingt jetzt auf Dauer spielen würde. Aber so mal als zwischendurch, wer Lust hat, ein bisschen rumzuwürfeln, ein bisschen zu rechnen, vielleicht sogar noch. Dem würde das vielleicht sogar noch gefallen. Müsste man schauen. Na, guck mal, kommen wir hier. 37, das sind, nehmen wir das hier. Das passt, glaube ich, besser hierzu. Oh, meine Finger tun bald weh. Ich tippe ja auch schon der geschlagene 22 Minuten jetzt hier auf diese Leertaste. Mal gucken, wie lange man die Leertaste macht, noch mitmacht, ohne nachzugeben. Na, mal gucken, vielleicht erhalten wir ja noch mal einen Würfel. Ich weiß ja nicht, wie viele Würfel uns hier kommen sollen. Angreifen, 37, nehmen wir den gleich. Ne, ich hole mir die nicht. Aber gibt wahrscheinlich auch nicht einen Bonus, ne? Naja, 0,5. 6. Für Haus sind 3. Das hat sich ja gelohnt. So, die nächsten sind bei 256. So, 36. Dann wird die goldene Mitte auch gleich wieder upgraded. Hier. Nehmen wir mal den hier. Oh, oh. Oh, da muss ich einmal eben kurz niesen. Das musste sein. Ja, also wie ich schon beim letzten hier Vorstellungsvideo erwähnte, ich werde jetzt öfters in der Woche mal alte Vorstellungsvideos veröffentlichen. Zur Zeit von der Seite Convergate, die mir persönlich gefallen oder vielleicht auch für euch. Ich würde versuchen, ganz viele alte Spiele davon zu erwischen. Ansonsten habe ich auch noch eine Playlist, die ich noch gerne in meiner Beschreibung verlinke. Der Link zum Spiel selber, ja. Also hier könnt ihr euch schon mal einen schönen Einblick verschaffen, wie ihr das finden würdet. Ja, lasst euch überraschen.
vielleicht ist das für der ein oder andere ja mal wirklich was dabei. Mal schauen. Oh, wir können jetzt hier an Cent. Wir haben nicht voll. Toll. Da führt uns was. Ich will eine Karte haben. Ich weiß nicht welche. Hier mal 5. So, kriegen wir nicht. Ah, wie doof. Na gut, müssen wir weitermachen. Na, ich spare ein bisschen noch. Oh, wir können schon wieder einen Würfel kaufen. Für 10 Millionen. Also der Preisanstieg ist aber diesmal riesig, ne? Robots 100.000, jetzt 10 Millionen. Oh je. Ihr werdet noch richtig anspruchsvoll, Leute. Aber richtig. Einmal hier das Upgrade. Okay, da kann ich noch nichts machen. Das würde ich sogar gleich als nächstes upgraden. So. Ah gut, 0,0. Wieso 10? Ach so. Ah, jetzt bin ich schon wieder ganz unten. Das wollte ich gar nicht. So, jetzt. Na gut, 4,2, also. Bitte. No, ich würde noch ein Triple mitnehmen. Guck mal, die Kosten dafür verdreifachen sich ja schon fast. Also. Da kommt man schon schnell mal in die Podosie, dass man schon echt geduldig sein muss für dieses Spiel. Das merkt man schon förmlich. Ja, ich sehe gerade, man braucht auch nur auf dem Bildschirm rumzuklicken und schon hat man genau dasselbe Spielchen. Ja. Jetzt kann meine Finger nicht mal Pause machen. Ja, so, nochmal auf 12, nochmal auf 13, so. Ja. Und damit würde ich sagen, das war das Vorstellungsvideo für Idle Dice, also unendlich würfeln oder unendlich würfeln. Und würde ich sagen, wenn euch das Spiel gefallen hat, guckt in die Videobeschreibung. Da habe ich den Link zu dem Spiel einmal hier eingefügt. Und wenn ihr noch zufällig noch hier andere Idle Gamers Vorstellungsvideos sehen wollt, habe ich die Playlist für euch auch nochmal hier in die Beschreibung eingefügt. Ansonsten hinterlasst einen Kommentar. Hat mich gefreut, euch eine Vorstellung zu machen. Und würde sagen, bis zum nächsten Idle Gamers. Also, bis dann. Tschüss.